Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Einfach wieder am Start. Und zwar mit der nächsten Review, der nächsten Vorstellung. Ich hatte ja schon mal so eine Lupe vorgestellt mit LEDs. Heute kommt die nächste Lupe. Aus dem einfachen Grund, da ja Oma und Opa jeweils eine Lupe brauchen. Ich hatte das Ganze ja schon angekündigt. Musste natürlich noch eine zweite Lupe mit LEDs her. Ja, wir gucken uns das ganze Gerät mal an. Die ist hier ein bisschen kleiner. Die ist auch ein bisschen edler gestaltet. Die andere war für Opa. Die andere ist hier für Oma. Kriegt sie natürlich auch akkurat zum Nikolaus. Kann man natürlich auch als Juwelierüberprüfer, sage ich mal, anschauen, wie ich gerade gelesen habe hier an der Seite. Hier die ganzen Benutzungsseiten. Hier ist es abgebildet mit drei LED-Lampen. Und hier, wenn man mal beim Juwelier irgendwas kontrollieren möchte, auch hier wieder eine Bedienungsanleitung dabei, die ich an der Stelle mal freundlich überspringe, weil ich davon kein Wort verstehe. Also gehen wir direkt auf die englische Seite und da steht folgendes: Wir sollen eigentlich nur Batterien einlegen und dann das Licht anschalten. Ja, wie das Ganze funktioniert, wir haben jetzt hier eine minimale Lampe, sage ich mal. Also eine minimale USB. Eine USB, warum USB? Eine LED. Lupenlampe, wollte ich sagen. Das war jetzt das U von USB, versteht mich, ja? Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt hier direkt oben zweimal LED und hier unten. Ach, da ist die LED. Da, ganz versteckt. Falls man hier direkt mal gucken will, auf 24 Karat, 25, 26,5 Karat. Die Lupe ist etwas kleiner, bringt aber genauso viel Lesestärke daher. Ich will das mal ganz kurz demonstrieren. Oh Gott, jetzt habe ich die Lupe noch nicht drin und Schärfe. Boom. Ihr seht, zack, normale Schriftgröße. Kommt das etwas mehr rangezoomt? Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Das heißt, wir gehen weiter weg. Jetzt muss die Kamera bloß noch mitspielen. So, direkt mal mit der Nase auf Autofokus geguckt. Geht ja nicht anders ansonsten. So, und wenn wir jetzt hier schauen, ich weiß gar nicht, ob er das wahrnimmt. Doch, er nimmt es wahr. Seht ihr das hier? Er hat jetzt nicht ultra scharf. Aber hier unten, ich rede von diesem Loch hier, ja, da kann man definitiv sehen, man kann auf dem Kopf lesen. Das ist ja lustig. Man kann auf dem Kopf lesen. Also die ist wirklich nur da, um irgendwas genau unter die Lupe zu nehmen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber zum Lesen ist die halt nicht geeignet, weil die Schriften auf dem Kopf sind. Da bricht sich das Licht anders drinne. So rum genau dasselbe Spiel. Ansonsten hier, danke an den Autofokus an der Stelle. Zack, guck mal, krass, oder? So, jetzt muss er stellt scharf automatisch. So muss das sein. Er stellt wieder scharf automatisch. Und nochmal. Ja, perfekto, sage ich dazu nur. Könnt ihr also ideal benutzen, um zu lesen. Ja, das Special Gimmick, sage ich mal, hier an der Stelle ist natürlich noch, dass man hier eine Schlaufe drin hat. Und hier müssen drei AAA-Batterien rein. Dann leuchtet das Ganze. Das wollen wir uns jetzt nochmal schnell anschauen, wie das funktioniert. So, an der Stelle jetzt also hier ganz schnippsch. Achso, das ist wahrscheinlich extra dafür da, diese Schlaufe. Ist ja so eine Batterie-Rausholschlaufe. Muss das hier bloß reingelegt werden? Das hier reingelegt werden. Die Batterie schmeißt man einfach weg, aber man benötigt trotzdem drei. So, jetzt können wir hier die Klappe theoretisch wieder drauf machen und drücken hier einfach mal drauf. Ich drücke einfach mal so rum drauf. Und zack, ihr habt direkt drei LED-Lampen an. Ja, da sieht man sie. Zwei da oben, tick, 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 und eine da unten. So, und dann haben wir jetzt hier ein nettes Licht. Geht bestimmt nur an- und auszuschalten, richtig. So, wir gucken uns das Ganze mal an. Normales Tageslicht. Und wir machen mal zack die Lupe an. Oh, direkt, ihr seht das. Also ist gut ausgeleuchtet das Ganze. Wie das Ganze so bei Bildern aussieht, kann man sich jetzt an der Stelle nochmal anschauen. Ich halte es mal mit Absicht falsch rum. Ja, nicht schlecht, oder? Machen wir da aus. Schöner kleiner Klickschalter drin. Weil der Opa ja mehr Kraft hat, kriegt er die dreifach so große Lupe. Ist aber jetzt nicht schlimm, weil die Vergrößerungsstufen ungefähr dieselben sind. Ja, und hier Oma kriegt die kleine handliche Handlupe. Denn die ist wirklich, wie man sieht, nicht größer als meine Hand. Das ist eine sehr praktische Sache, finde ich persönlich. Sieht komisch aus, dieses Bild, wenn ich das hier so sehe. Wow. Ja, auf jeden Fall eine coole Sache. Wer seiner Oma oder seinem Opa eine schöne Freude machen möchte, der holt ihr oder ihm eine beleuchtete LED-Lupe. Was ist da los? Link ist natürlich dazu in der Beschreibung und wir sehen uns wie immer oder auch nicht bei der nächsten Review oder Preview. Bis dahin, auf Wiederschauen!